Und herzlich willkommen zurück zur gepflegten Lego-Unterhaltung. Wieder mit meinem freundlichen Freund. So, wie ihr seht, haben wir schon einiges am Dosis N gebastelt. Jetzt basteln wir da weiter. Basteln? Das ist Nummer 5. Lego bastelt man dann. Lego wird gebaut. Oha. Es bildet sich heraus, dass diesmal ein bisschen kniffliger werden könnte. Was soll denn? Mit Seil. Oh. Und ich weiß jetzt schon, wer es machen darf. Okay, ich hol euch mal direkt dazu, dann könnt ihr die ganzen Kleinigkeiten. Ja. Okay. Mal mit. So, da sind ja Figürchen bauen. Ja, es ist. Noch ein Pirat. Na? Ja, mal gucken, ob ich mich spoilern kann, aber es passt eh nicht. Zumindest so fast. Der hat eine Tasche. Eine Tasche? Die ist auch neu. Ein Geldeintreiber quasi. Da ist der Kopf. Ja, es scheint diesmal um ein erstes Segel zu gehen, tatsächlich. Ja, richtig, um einen. Und zwei Segel da. Ja, gut, den ersten Mast. Ja. Ersten Mast, ja. Und ich sehe schon was. Ich auch. Gut. Die Tasche muss da drunter. Geht schon gut los, ja. Ja, das ist vorbei mit lustig. Das wird der längste Teil jetzt. Ja, wahrscheinlich. Und schon das Figürchen Probleme machen. So, such mal lieber die. Was denn? Das Fernrohr, da. Das ist doch. Und ein Licht hier. Ja, siehst du, das war auch gar kein Problem. So, jetzt kannst du auch wieder dran. Beim Fernrohr. Oh, geht doch direkt los mit dem ersten größeren Bau. Das ist alles ein Schritt. Es scheint schon wieder nicht so viele Teile zu sein. Das sagt er immer. Ja, richtig. Und nachher stehst du da. Du baust das hier, oder? Ja, genau. Ja, das bauen wir eh zweimal. Ja, aber eins andersrum. Ja, dann mach's halt. Ja, andersrum. Mach's doch. Wie rum brauche ich das denn? So, das ist die recht linke Seite. Kann ich schon mal Türen bauen? Hoppa. Tür. Eine Tür. Achso, aber zwei Türen haben auf dem Tisch liegen. Ja, wir brauchen schon beide, aber. Was ist denn mit dem Last da? Kann sein, der Kerker. Ja. Komm, wir hatten Kerker. Okay, dann kannst du blättern. Oh, ein Skelett. Wie geil. Ich mag Skelette aus Lego. Ich auch. Skelette aus Lego sind wirklich super. Hatten wir schon mal? Ja, beim Turm. Ich wollte gerade sagen, bestimmt bei Herr der Ringe. Richtig. Ich war mir gerade nicht ganz sicher, aber wo sonst solltest du gehören? Das stimmt. Ich würde schon eine Blume da machen. Das ist der. Doch, das soll berechnen. Skelett ist super. Dancing Skeleton. Ja, in ganz vielen Einzelteilen. Ja, ist doch okay. Wow. Kannst du die Tür da reinsetzen? Ganz dran, ne? Ja. Würde ich schon sagen. Ja, das Skelett hat nicht viel Platz. Ja, aber die kann ja sein, ja. Das hat gar nicht, die kann gar nicht die Arme ausbreiten. Das ist eh tot. Das arme Skelett. Die braunen Teile hast du schon? Ja, hat er schon. Okay. Hat schon in der Hand. Bin schon wieder arbeitslos. So, jetzt kommen noch die da dran. Da wird schon auch zur Abschränkung sein. Für Piraten.
Wenn es denn ein lebendes Skelett ist, was man auf den Feind loslassen kann, bestimmt. Das ist halt die Frage. Oder ob es einfach nur ein Skelett ist, was man vergessen hat einzubuddeln. Oder es soll auch warnen für die Mannschaft dienen, man weiß es nicht. Kann auch sein, ja, warnen für die Mannschaft. Nach dem Motto, tut, was ich sage, oder euch geht's ähnlich. Achso, der kommt jetzt. Alles klar. I see, I see. Da kommt noch dieser her, genau. Es sind tatsächlich nur drei, okay. Man muss das ein bisschen rüber schätzen, sonst wird das zu eng. Und dann passt das auch. Diesmal gibt es aber kein Dunkelblättchen. Okay. Aber auch ganz. Okay. Augen auch beim Lego kommt. Ja, hab ich. Ich hab da wieder so eine Schlange drauf. Das ist das schon. Achso, ja. Das ist gut. Ja. Und dann kommt das hier oben hin. Ne, da oben. Dann kommt. Ja, da oben. Achso, ich muss. Zwischen den Stufen. Wie rum? So rum? Genau so rum. So. Wirklich zur Ansicht. Zur Ansicht, ja. Der tanzt das Skelett ja auch, während die anderen unten saugen. Ja, kannst das hier machen. Was ist das denn? Eine Box irgendwie? Ich muss das mal rumdrehen. Das ist irgendwie gerade verkehrt rum. So. 1, 2, 3 weg. 1, 2, 3 weg. 1 im Sinn. Ne, 4 weg. Das ist die EFA, ja, so nicht so richtig. 4 weg, ja. Ja. Dann brauche ich 3 Bullen. Bull. Die kommen da hin. 1, 2. Werden jetzt 2 oder 3 weg? Was meinst du? Genauso wie das hier gegenüber von dem Pass. Ja, dann sind es 3. Ja, richtig. Gut, gut. Oh, das sind Kanonen. Ja, die meinte ich ja vorhin, als ich sagte, ich sehe schon was. So, du darfst. Ich gebe nur das her. Ach, er hält es die ganze Zeit warm. Okay, gib her. Darf nicht viel machen auf meiner Seite. Nee, du bist dich wohl nicht so der Hauptakteur, glaube ich. Das finde ich ja immer gut hier bei Lego, dass man es hier hinlegen kann und sagen, okay, das ist der richtige rote. Früher gab es das nicht. Nee, da musste man echt gucken, dass das passt, ne? Das ist schon ganz gut so. Hab's aber erstmal jetzt den richtigen hingelegt und wollte mich jetzt nicht verarschen. Ich hab den richtigen hingelegt. Oh, ja. Was denn zweimal? Ja, wo du sagst, hast du recht. Ja, was ist der denn? Nicht mehr sind. Oder? Nein. Ach so, einer unten, einer oben. Ah, alles klar. Das ergibt jetzt schon ein bisschen Sinn. Und ich würde, ich habe einen Fehler gemacht. Den sehe ich aber noch. Ja, gut, dass du das siehst. Aha, ich hätte mich nicht gehabt. So. Ja, jetzt passt es auch. Jetzt kommt die Hochzeit. Die Fahnenmast-Hochzeit. Ja. Das kommt jetzt. Du musst unten rein und ich muss oben rein. Genau. Und jetzt kommt ja irgendwo nur der Stab hier dran. Ach, von unten rein. Jawohl. Ja, weiß ich. Oh mein Gott. Ist das festhalten oder? Jetzt ja. 7-mal. Juhu, reicht die Baudi erst zusammen. 2, 3. Und da sind die anderen 7. 4, 5 und 7. So, die kommen hier rum rein. So. Hm. Okay, ich muss vielleicht doch einzeln machen sollen. Ja, ich glaube einzeln ist einfach. Boah! Ja. Eieiei.
keine Zahlen da. Ne, muss man tatsächlich einzeln machen. Sonst hat man zu großen Reibungswiderstand. Oh, selbst zwei ist schon. Na gut. Geht nicht geschlagen. Okay. Mehr hatte ich hier nicht, ne? Nee. Nee, jetzt habe ich meine zwei hier. Und das muss nach oben. Nee, nach oben. Weiter, wenn das so ist, dann ist das auch noch. Ja. Ich bin mal gespannt, wie das mit dem Faden ist. So, der 12 yeah, mal. Okay, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja. Viel Spaß. Ich guck mal, was gut geht. Der ist aber sehr hoch, der Mast. Das ist wahrscheinlich der Hauptmast. Ja, sieht mir auch sehr hoch aus, das stimmt. So, nochmal nachzählen, ob es 12 sind. Ja, passt. So. Ich hab einen Blumenstrauß. Ja, und nochmal. Fünf, hey. Wolltest du den dran machen? Drei. Letzter, vierter. So. Hast du den schon? Ja, noch den. Hm, den habe ich gerade hier, ja. Ich hatte nur den falschen Arm. Ja, du musst den richtigen nehmen, ja. Ja. Mit den. Mit. Da ist er. Ich habe ihn. Gut, dass sie es nochmal sagen. Ja, die sagen, was er gesagt hat. Bitte nimm nicht den, sondern nimm den. So, und dann kommt da die große Schlange drauf. Ja. Da kommt so ein, das ist wahrscheinlich der hier, ne? Kannst ja nachmessen, genau. Ja, natürlich nicht. Ja, dann sieht besser aus. Ja, jetzt ist. Was ist das da unten für ein Stein? Das ist so ein Zylinder, ne? So ein schwarzer Zylinder. Okay, da kommt der jetzt irgendwie drauf. Nee, der kommt hier zwischen. Aber. Zwischen. Da drum, da drum. Ah. Nee, da, das ist schon richtig. Was soll denn der da rein? Dazwischen. Passt doch nicht dazwischen. Willst du es mal ausprobieren? Da fehlt da nicht noch was. Kann natürlich. Ach, das ist. Da fehlt noch hier. Ach, da kommt noch so ein Ärmchen drauf. Ah, ja, okay, das ergibt dann Sinn. Kann man nur, dass es nicht geht. Ja, ist okay. Okay. Dann hast du recht. Dann passt das auch. Hä? Nee, das ist falsch. Verzweiflung ist nach. Geht nicht mehr ab. So, wenn das so ist, dann ist das so. Ach, war doch richtig. Ah, Scheiße.
jetzt einmal gekriegt, jetzt geht's nochmal auf. Wenn es einmal klappt, klappt es auch nicht mal. Hilfe. Du kannst ja schon mal weiterbauen. Ich brauche hier noch ein bisschen. Ja. Ja, bau doch. Fertig. Ich fertig. Ich habe nur die Leiter, die da dran muss. Ich kann ja das hier oben machen. So, wohin kommt das? Ah, weiß ich nicht, musst du gucken. Ach, die Platte. Soll ich das übernehmen? Ich habe das einmal hier. Ganz schön. Aha. So, wirklich hoch, ne? Ja, schon. Ist das der richtige? Ja. Und jetzt kommt das hier so ran. Ran. So, schön. Damit man auch zur Leiter kann. Zum Segel. Aussichtsplattform. Ja. Das ist der falsche. Nein, ich nicht. Da, den hier habe ich. Den brauchst du aber auch. Und den auch? Ja, das brauchst du. Stimmt, den brauche ich auch. Das wäre ein gerader gewesen, ist es gern. Alter, verdammt. So, wo kommt dann wieder Grünzeug hin? Ja, die haben es mit Grünzeug. Deswegen wurde das halt realisiert, weil es viel Grün enthält. Davon müsste zwei gehen, wo ist denn der zweite davon? Ein flacher Zweier. Zieh nur einen. Ah, nehme ich den, ja. Ja, nimm den Programm dran. So. Das ist ja egal, wo das Finger ist. Nein, das muss ganz präzise. Wolltest du noch mal gucken, oder kannst du auch hier sehen? Kann ich auch da kannst sehen. Kannst du auch da sehen. Da. Achso, der kommt da gar nicht dran. Ah ja, diesmal kommt der andere da rein. Rein. Rechts und links, rechts und links. Ja, mal gespannt mit der Segel gleich. Ich auch. Wenn man das festmacht, bin ich auch mal gespannt. Das ist der falsche. Der kommt hier oben. Genau. Zack. So, Sie dürfen. Er sagt jetzt aber, welches Sie nicht nehmen sollen. Ja, super. Aber die sollen aufgewickelt bleiben, also. Du musst sie quasi einmal rumwickeln mit denen hier. Legst du die mal dahin. Aber welches von denen? Das kleine, das größere, ne? Hast du verstanden? Weil es das ist ein mittlerer und das ist groß. Da sagt er nichts zu. Ich denke mal, das größte. Ja, ich denke auch. Weil das genauso aussieht. Das soll zusammenrollen und dann mit so einem Ding jetzt zusammenbinden. Ja, aber so. Nee, die streifen nach außen, genau. Streifen nach außen. Feste Säge. Ja. Kein so einfach.
So, und dann? Ist das die Breite hier? Ja, das ist ja... Soll das irgendwie da rum? Das wollen wir anders. Ja, damit, wenn man es aufmacht, dann die Säge runtergehen, ja. Schon klar. Oha, jetzt das Ganze nochmal. Okay, kriegen wir hin. Ja, wahrscheinlich mit einer kleineren Säge dann. Ich brauche ein Röhrchen. Dann brauche ich so einen, das ist der richtige. Ich mache wieder so ein Röhrchen. Dann brauche ich wahrscheinlich die beiden, ne? Ja, die beiden haben wir noch übrig. Dann rechts. Ja, mit denen. Ja. Ich weiß. Zählt das nicht. Ja, wenn du weißt, wieso machst du es nicht? Oh, das ist der falsche. Kurz was nachsehen, ob ich da vielleicht. Was ist noch der? Haben wir davon zwei? Von denen du hast? Nur einen. Warum? Alter, alles klar. Dann habe ich hier den Fehler gemacht. Okay. Das heißt, der kommt. Da rein und kommt dann da rein. Ja, genau, dann bleibt dann wieder. Okay. Ah, die falschen Tonlinge. Wenn das auffällt. So, dann kommt der hier drauf. Und jetzt haben wir den nicht über. Okay, machen wir richtig jetzt, ne? Das kommt jetzt noch ganz oben. Ne, ja, nicht ganz oben. Das vorletzte, ne? Ja, genau, da. Ja. Alles klar. So. So, jetzt kleinere davon, sag ich doch. Der mittlere, ne? Ne, der ganz kleine, oder? Der mittlere. Ja. Also der kleine. Ja. Das muss ich jetzt genauso. Genau, da ist auch wieder so ein Bändchen hier. Und dann suche ich schon mal die Ecken raus. Dann sehe ich den nochmal ab. Dann passt das gleich. Oh, sorry. Mal drauf. Wieder so ein Bändchen, ja. Ja. Ja, die Idee ist ja ganz gut. Ja, wenn man es, wie gesagt, aufklappt, dann damit es dann aufgeht. Ja, soll ich den Rahmen machen? Machen wir mich vorhin einmal hier. Zack. Und dann einmal hier. Zack. Und jetzt einmal da rein. Das komische Bändchen hier. Na bitte. Mach ich mal ein bisschen Symmetrie rein hier. Ja, muss ich ja irgendwie auch kriegen. Okay, was machst du da gerade?
Ich muss mal gucken, was ich hier machen kann. Das Bändchen halt irgendwie hier raus. Da kommt der rein und der hier. Alter, kommt ja. Das Bändchen noch zwischen, oder? Hier ist das Bändchen. Ja, alles klar, ich sehe es auch gerade. Du brauchst ihn nämlich jetzt auch. Ja. Kannst du da draufsetzen. Oder du nimmst es mir ab. Ja, das kommt hier so drauf. Und dann hast du die beiden noch. Die beiden, ja. Und dann kannst du es dran machen. Wo denn? Ganz oben. Das ist wie so ein Flaschenzug oder so. Oder? Hm? Ja, ganz oben passt das halt nicht. Das muss in das Loch rein, glaube ich. Mit dem Pin hier. Ja, richtig. Aber von der anderen Seite, von der Seite, wo auch die Seele sind. Macht ja auch Sinn, ne? Eigentlich. Ja. So. Genau. Dann hier oben. Und dann kannst du den da reinhaken. Wie meine ich, wie so ein Flaschenzug. Irgendwie, keine Ahnung. Wofür ist das gut? Ich bin kein Pirat, ich weiß das nicht. Genau, wir sind ganz Piraten, wir wissen es nicht. Also, wird bestimmt auch irgendwo hier nützlich sein. Wir müssen mal mehr Sea of Thieves spielen. So, das kann ich hier so als Stabilität. Stabilität? Jawohl, ich darf die Piratenklange machen. Hier ist die Fahne. Ich fühle mich doch zu Hause. Das ist zum Fahne hissen. Hau direkt auf den Kopf, das ist nicht so cool. Ist das ein Loch hier oben? Ja, das ist ein Loch. Oh, wow. Das ist ja riesig. Die ist riesig, ja. Die Tonne hast du gemacht? Die Tonne, sie ist ja sehr dran. Ah ja, die ist da dran. Ja, cool. Ich baue in weiser Voraussicht schon mal die Kanonen zusammen. Ja. Die werden ja nicht ganz so schwer sein. Ja, vier Räder dran und. Kommt da auch Räder dran? Bin mir gerade nicht sicher. Klar, kommen da Räder dran. Wir haben keine Räder. Ach so, da, die Räder dran. Okay. Ja, welche Räder sonst? Ja, ich habe nicht gesehen, dass wir da so Dinge haben. Boah. Ja, schon. Ja, auch mit dem Anker. Gleich ist das alles falsch, was wir hier machen. Natürlich. Messer. Siehst du zweimal Kanone? Steht ja, da doch. Ich bin gleich schon so weit. Eine Kanone ist schon fällt. Kanone. Lass mal die Hose hinkommen. Moment. Oh Leute, jetzt schiebst du das Schiff so da rein, oder was? Habe ich ja gesagt, irgendwo musst du ja. Wo ist das zweite davon? Zweiten Pin? Ja, musst ja zwei davon geben. Ach so, meinst du das? Gute Frage, nächste Frage. Gib nur einen. Der ist auch nur einer. Ja, weil zweimal. Deswegen. Ach so, deswegen. Ja, das kann sein. Einmal mit, einmal ohne. Einmal mit, einmal ohne. Der mit Film kommt nämlich oben. Ja, richtig. Ist ja gut. Ah ja. So, das kommt hier irgendwo hin. So, und das wird jetzt einfach nur drauf geschoben, oder? Das sieht so aus, ne? Ja, habe ich ja gesagt, das muss ja auch dann irgendwie. Die Mariage. Wieder runter. Wenn das in See sticht. Das ist ja Hammer. Ah, und da kannst du das reindocken. Ja, wenn das mal gehen würde. Ja. Mit ein bisschen Liebe geht alles.
interessiert ihn nicht. Der eine hier, ne? Ja, der. Mir nicht. Ja, wenn ich das hier mal kurz achte, dann müssen wir ein bisschen fummeln dann. Aber wieso geht das dann rechts oder nicht links? Der sitzt ja zu stramm drauf oder die anderen sind zu lasch drauf. Das überzeugt ihn nicht. Das geht doch nicht. Wie geht das denn nicht? Versuch's mal jetzt. Ach ja, das war schwierig. Komm, da hatten wir schon schwer. Es hat mich gewundert, wie gut wir mit den Segeln klargekommen sind, um ehrlich zu sein. Sehr schön. So, dann kann die Kanone da wieder hin. Zum Neujahrsfest. So, jetzt muss ich das hier wieder reparieren. Das ist ja noch einmal. Jetzt wissen wir auch, warum hier eine Treppe ist. Da rennst du direkt da rein. Ja, die Treppe führt dann richtig hoch. Ja, dann können sie hier hochklettern. Krass. Dann hier zum Segel. Ja, ja. Sie machen. Oh. So sieht's aus. Das muss ich gleich noch festmachen, extern. Extern? Ja, wenn ist die Kamera. Ach so, ja, ist okay. Aber so sind wir durch mit dem Tütchen? Ja. Bitte nochmal rum, das hat er was vergessen. Nein. Tüte Nummer 6 schon. Tüte Nummer 6. Und die sieht. Ja, gucken wir dann gleich. So. Ja. In dem Sinne. In dem Sinne. Würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns bei Tüte Nummer 6. Bis dahin. Ciao. Ciao.